fährt bei seinen kleinen Kreuzfahrten im Bayou immer den gleichen Kurs. Er will nicht, dass sein geliebtes Brot einen Kratzer abbekommt. Das wird noch das kleinste seiner Probleme sein. Hast du die Umgebung gecheckt? Der Kurs führt an einer alten Kohlenkippe vorbei. Ich hab sie schon mit Sprengstoff bestückt. Du musst nur noch das Zündkabel mit jeder der Ladungen verbinden und das Ganze zünden. Der Zünder liegt unten neben deinen Füßen. In Ordnung. Isolieren und erledigen. Lincoln Clays Spezialität. Was ist los? Ah, das ist wegen dem Boot, oder? Ich sag nicht ja, ich sag nicht nein. Du musst drüber wegkommen. Du warst drüben auf wie vielen Patrouillenbooten? 40, 45? 52, aber darum geht's nicht. Weißt du, wie das ist, auf den Kahn zu steigen, von dem du ganz genau weißt, dass das Scheißding absäuft? Nervt mit der Zeit, Mann. Hör mal. Himmel, pass doch auf, Mann. Sowas nennt man eine Scheiße, der ist hinüber. Ich piss auf dein Grab. Ich hab keine Zeit zu verlieren, Wichser. Ich hab Brüder zu beerdigen. Mal sehen, wie tief er sich bücken kann. Reingehen und den Schaden beheben.
Scheiße! Geh da rüber und sieh nach, was damit los ist! Wir geben Bescheid, wenn das Schiff gefahrlos gerannt werden kann. Scheiße! Scheiße, auf diesen Dreckskarren! Haben Sie das gespürt? Ich glaube, wir haben ein bisschen Schlagseite. Bereit, ihn zu erledigen! Abartig!
Wir müssen raus hier! Ich lasse mir dadurch nicht meine Wiederwahl. Spaghetti-Fresser! Was soll das, Lou? Ein Schritt weiter und er ist tot. Glaubst du, ich gebe Fick auf so einen Politiker-Sack? Bitte! Ich hab keine Ahnung, was hier vor sich geht! Oh.
bloß hin. Bitte schnauf ein bisschen. Ich muss mich bloß kurz. Lassen Sie mich! Hallo, Lou. Hör zu. Ich hab Geld. Du kannst es haben. Ich geb's dir. Aber lass mich leben. Deine Kohle interessiert mich einen Scheiß. Ich hab eine kleine Message für deinen Bruder. Ja. Ich riech's aus. Sag's einfach. Sag's mir. Allmächtiger. Senator Walter Jacobs starb heute Abend, als es an Bord eines Raddampfers zu einer Explosion kam. Auch der ortsansässige Geschäftsmann Louis Marcano und ein Dutzend wohlhabender Teilnehmer einer Spendengala kamen bei der Detonation und dem anschließenden Feuer ums Leben. Als Lincoln seine verstümmelte Leiche an der Statue von Andrew Jackson zur Schau stellte, waren die Leute entsetzt. Das war ein glasklares politisches Statement. Lincoln hat mir mal gesagt, auch wenn er die andere Wange hinhält, würde das in dieser Welt nichts verändern. Ich habe über 40 Jahre lang versucht, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Ich habe mir in die Tasche gelogen. Die Realität sieht anders aus. Mitleid ist ein Zeichen von Schwäche, aber Geldgier eine Tugend. Die Armen gelten als moralisch korrupt, während jeder Exzess der Mächtigen gefeiert wird. Wir schicken junge Leute in den Tod. Und wofür? Damit irgendjemand noch ein bisschen reicher wird? Lincoln hatte recht. Er hatte von Anfang an recht. Es wird nie wieder einen geben wie Dr. King oder Bobby Kennedy. Aber es wird immer wieder einen Sal Marcano geben. Oder einen Sammy Robinson. Ja, und auch einen Lincoln Clay. Die Menschheit ist grausam und brutal. Das jetzt? Niemand steht uns mehr im Weg. Wir kontrollieren jetzt die Stadt. Der Bezirk ist gesichert, so wie du es wolltest. Jetzt warten wir nur noch auf ein Wort von dir, dann machen wir es uns hier bequem. Ist mir alles neu, aber wenn du ihn mir trotzdem gibst, nehme ich ihn. Jeder spielt hier sein Spiel, Bruder. Aber mal ehrlich, ich sollte das letzte Territorium für dich verwalten. Und Läden hin oder her lenken. Du weißt, dass ich das Tagesgeschäft besser führe als die anderen zwei. Bring es gemeinsam zu Ende. Danny hätte es so gewollt. Du weißt nicht, wie lange ich von diesem Moment geträumt. Bleib bei deiner Linie. Ich halte zu dir. Dabei hätte ich dich einfach an Marcano ausliefern können. Loyalität will belohnt sein. Dieses Gebiet geht an die Iren. Mit dem Distrikt habe ich Großes vor. Als erstes baue ich eine Statue von Marcano, wie er gerade in den Arsch gefickt wird. Gütiger Gott, wie sind wir nur mit heiler Haut aus dieser Scheiße rausgekommen? Et geschworen Scaletta haben sich schon längst die Kehle aufgeschlitzt. Das war eine reife Leistung, Junge. Ein Traum, fast wie im Märchen. Bin schon gespannt, wie es weitergeht. Ich hatte irgendwie gedacht, Lincoln hätte uns inzwischen längst alle umgelegt. Was wir hier geschafft haben. Marcano die Stadt wegzunehmen, ohne uns dabei gegenseitig umzubringen? Darauf können wir stolz sein. Ich geb's zu. Ich hatte Zweifel, aber das ist vorbei. Du hast alles gehalten, was du versprochen hast. Es ist toll, dass ich hier mitmachen kann. Dachte schon, ich bin Alligatorenfutter. Naja, insofern, alles gut. Mann. Weißt du, wie lange ich darauf gewartet habe, dass mal einer zu seinem Wort steht? In meinem ganzen Leben bist du, Lincoln Clay, der erste Motherfucker, der das wirklich gebracht hat. Danke. Das war erstklassige Arbeit.
Hätte selbst nicht besser hingekriegt. Wahrscheinlich. Wir haben bewiesen, dass Marcanos Weg falsch war. Die Lügen, die Hinterlist, der Betrug. In diese Richtung muss es nicht laufen. Sein. Ein Weg endet hier mit ihm.